Du willst ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? Dann schau einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Karrieremodus mit SC Paderborn. Wir spielen heute gegen Borussia Dortmund und ich denke mal, das wird eine krasse Niederlage hier auf Weltklasse. Ich hoffe mal, dass das nicht zu krass wird, diese Niederlage. Ihr seht, Ballkontakt und Ballverlust sind nah beieinander. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne, wie üblich, ein Däumchen nach oben. Das wäre sehr, sehr, sehr lieb von euch. Und würde natürlich auch dieses Let's Play unterstützen, was ihr auch sehr, sehr gerne macht. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und jetzt versuchen wir... Yo, Aubameyang, der ist einfach weg. Der ist einfach weg. Hat aber dann ein bisschen Pech mit der Ballannahme. Dumm. Ja, er spielt hier gegen seinen alten Verein, gegen seinen eigentlich seinen Mutterverein. Schön. Ronaldo, zieh. Oh, wuhu. Meine Güte, war das eine schöne Aktion. Richtig schön. Krösche, der hat auch getroffen. Ich meine gegen Napoli. Auch genau die gleiche Situation an sich. Er kommt von hinten und bam, haut die Dinger rein. Schick, richtig schick. So, Ryan Gold, glaube ich, macht hier jetzt die Ecke. Ja, und bam. Brückner. Wird da ein bisschen hart angegangen. Nein, 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 nein. Schade, 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 schade. Ja, ach komm, ey. Ständig kriegen wir da einen auf den Sack. Oh, fuck. Ja. Da ging das Temperament mit dem Dambo durch. Kennen wir ja von ihm. Der ist ja oftmals so auf dem Fußballfeld. Der eine oder andere, der ihn auf dem Fußballfeld kennt, wird es auch bestätigen können. Dann dreht er irgendwann durch. Wenn es nicht so läuft, wie er möchte. Oh. Aber ist ja auch klar. Man hat da so Emotionen im Spiel und möchte perfektionistisch das alles schaffen. So, oh, oh, oh. Überaußen, Hofmann. Wer bist denn du? Ich kenne den gar nicht. Meine Güte, Ryan Gold. Ja, wir haben nicht die stärkste Mannschaft, das wissen wir. Meier, ja komm, ja komm, ja komm. Das ist ja nicht sein Ernst, ey. Meine Güte. Starke, starkes Spiel bisher. Gegen Borussia Dortmund. 1-0 gegen die Bremer verloren. Gut. Und jetzt vorne. Zack. Ronaldo ist da durch. Nein. Oh. Meine Güte. Wir machen hier richtig viel Druck. Fuck. Ladiadiadiadio. BVB. Wir singen das doch alle im Stadion. Ladiadiadiadio. Ladio. Oh, es hat zu lange gedauert. Oben wäre Ronaldo gewesen. Und jetzt ist hier Kevin Großkreuz. So, dann läuft halt mal. Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los, ey? Was ist da los? Ah. Das nervt mich ja auch. Du wirst da angegammelt. Und der Schiedsrichter sieht. Oh ja, der Ball ist im Aus. Ja, okay. Schön. Da war nichts dann mit Foul, sondern einfach nur. Oder mit sonst irgendwas. Sondern einfach nur Bams. Kein Problem. Einfach nur, ja, der Ball ist im Aus. Ja, aber ich wurde vorher angepinkelt, deswegen war er im Aus. Danke. Abseits. Die Nummer 42, Ronaldo, steht da leider im Abseits. Oh, das ist aber nur ein Millimeter. Ja, da unten hat er gut aufgepasst, Ronaldo hat eben nicht aufgepasst. Weiter Ball.
Ah, es hätte fast geklappt. Schade. Man kann es ja mal probieren, ne? Das ist halt immer echt ein bisschen schwierig. 0:0 gegen den BVB nach der ersten Halbzeit ist auf jeden Fall eine gute Aktion, sag ich mal so. Ich denke mal, wir zeigen uns hier von unserer besten Seite. Wir sind da schon sehr, sehr stark, hatten doch schon eine gute Möglichkeit. Abpraller und dann... Lauf, Hotel, du! Ja, schade. Also, sehr ausgeglichen das Spiel. Das gegen Borussia Dortmund finde ich sehr, sehr stark. So kann es weitergehen. So kann es sein, so kann es bleiben. Lalala. Irgendwie so war der Text. Keine Ahnung. Kevin Großkreuz. So. Oh, ey, diese doofe Kuh, ey. Das gibt's ja nicht. Warum klaut er mir jeden Ball? Aubameyang. Amedic, sehr schön gemacht. Aubameyang! Ja, nee, ist richtig, ey. Mann! Ja, den musst du da reinmachen, ne? Sieht es hier nach der nächsten Niederlage aus? Ich sehe es schon kommen. Wir werden irgendwann aus dem Verein rausgeworfen, weil wir zu oft verloren haben. Das wäre echt sehr witzig, wenn das passiert. Ich habe das schon mal beim Simulieren gesehen. Ich habe da so eine Saison simuliert. Und da war das so, dass ich wohl nicht genug Punkte geholt habe. Ich weiß gar nicht, bei welchem Verein. Oh nein, nicht schon wieder Aubameyang. Nein, uiuiui. Ui, ui. Ja, und dann habe ich plötzlich meinen Vertrag gesehen, mit so einem Stempel gefeuert. Das fand ich dann auch krass. Also okay, dann suche ich mir jetzt einen neuen Verein. Und ja, so war das. Damals noch, im Krieg. Meine Güte, ey. Ja, gegen Borussia Dortmund, da braucht man sich nicht zu wundern. Einer der stärksten Clubs. Gegen Werder Bremen hätte man vielleicht nicht unbedingt verlieren müssen. Warum kommt denn jetzt hier diese verfickte Pass denn nicht? Meine Güte, langsam geht's mir auf den Keks hier bei diesen Spangen. Den gelben Spangen. Ah! In der Verteidigung läuft gerade überhaupt nichts. Ständig habe ich den Ballkontakt, drück passen, aber dann ist der Kontakt zu kurz, dass er dann sagt, nö, keine Ahnung, wieder vergessen, weiß ich nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Dann kriegt er ihn wieder. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Was soll ich machen? Und ich drücke hier schon eine Stunde lang den Passknopf und er macht gar nichts. Und dann denkst du so, mach doch mal was. BVB. La 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 la. So, Mitchell Weiser ist nicht mehr so frisch. Da holen wir mal ihn rein. Meha. Ja. Machen wir mal. Ganz weit nach vorne. Oh, Gündogan. Ilkay Gündogan. So, Freunde der Sonne. Sehr schön. Gold holt. Oh, da die Pille. Mensch, wo sind die? Was? Ich sehe hier nur gelb, ey. Ich sehe nur gelb. Jeder Ball bleibt hängen. Scheiße, Mann, ey. Meine Güte. Wir kommen einfach nicht ran. So ein Schweinepriesterverein. Nein, schon wieder falsch. Ich habe die Situation schon wieder falsch ausgelesen. Ausgelesen. Gelesen. Ja, jetzt mach doch diesen Scheißpass mal. Meine Güte, es geht mir zum 500. Mal auf den Sack. Ich drück passen und die machen es einfach nicht. Weil er im Annehmen ist. Das kotzt an. Mach diesen Pass doch endlich mal. Schon wieder eine Situation, wo ich fast wieder hätte was auf den Sack bekommen. Nur weil sie diesen beschissenen Pass nicht hinkriegen. Wie oft soll ich das denn drücken? Jungs, ihr müsst doch mal irgendwas können. Kann nicht sein, dass man da so einen schlechten Spieler hat, dass der dann nicht mal einen Pass machen kann. Ja, es ist halt ein bisschen nervig, wenn du hier passen drückst, aber da eben nichts kommt. Das ist die Kacke bei solchen Scheißspielern, sage ich mal. Und jetzt pfeifen die ganzen Fans. Aber sind die scheiße. Ja, aber bei FIFA sind sie scheiße. Muss mal so zu sagen. Meine Güte.
Total die Mega-Verzögerung. Bis sie endlich das machen, was sie machen sollen. Ja, jetzt macht er's. Ey, alter Spacken. Arme Dick, ey. Mann. Starkes Spiel, große Probleme. Ja, ach komm, leck mich, Schiri. Ja, jetzt ist er auch durch. Reingold, jetzt komm. Zack, zack. Oh, Mann. Günther, es steht natürlich richtig. Ah, es gibt's ja nicht. Und wieder verlieren wir hier 1-0. Ja, es ist natürlich sauschwer, wenn man nicht die perfekte Mannschaft hat. Bei Hertha ist es ja so, da haben wir richtig starke Spieler, die sehr, sehr schnell und so weiter sind. Und das ist vielleicht so bei diesem Verein nicht so ganz gegeben. So, wir lassen mal ein bisschen vorspulen. Bayern hofft, Aguero zu verpflichten. Ja, nee, ist klar. Verpflichtet doch jeden. Baut doch die ganze Liga auf. So, was wollen Sie jetzt wissen hier? Wir müssen uns wieder weiter motivieren. Es ist halt einfach noch nicht so drin. So. Ja, wir sind jetzt auf Platz 16. 2 Spiele, 0 Punkte. Hertha und Augsburg haben da schon 3 Spiele, 0 Punkte. Also wir sind noch nicht die Schlechtesten. Ja, wir sehen der dritten Begegnung entspannt entgegen. Deswegen motiviere ich meine Mannschaft. Aha. Okay. Na gut. Dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Es war natürlich jetzt hier ein krasses Match, dass wir es einfach da teilweise verkackt haben. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf eure Kommentare. Ich mache jetzt erstmal hier eine Pause und sage vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.